So, ich würde sagen, hier sind wir ja ab einem Nebengebäude von dem Hauptgebäude, genau. Ist das richtig? Ja. Was aber jetzt zum Hauptgebäude geworden ist. Ist das richtig? Genau, das wird jetzt auch ein Wohnhaus, ja. Und wir haben noch alte Bausubstanz unten hier, sehr schön, und oben noch Fachwerk. Ja. Und hier war auch noch ein schönes Torhaus, das die beiden Häuser miteinander verbunden hat, beziehungsweise wo man dann das Torhaus auf- und zuziehen konnte. Genau, und wir werden das jetzt zum Wohnhaus ausbauen. Der untere Bereich auch hier, das war ja wahrscheinlich Stallbereich hier oder sowas. Genau, das wird ein Kellerbereich, der Unterbereich. Bleibkeller, genau. Wohnkeller oder Lagerkeller? Nee, das wird Lagerkeller und Heizungsraum. Wunderbar. Genau. Das heißt, man braucht nicht viel zu machen, außer putzen, reinigen, Fußboden in Form von Steinen oder Fliesen hinmachen. Genau. Und außen machen wir gar nichts, oder? Außen machen wir gar nichts, hier, genau. Das ist ja ein sehr harter Stein. Ja. Ja, ja, der zieht fast kein Wasser, deswegen haben sie wahrscheinlich hingebaut. Ja. Ist hier irgendwie ein Wasserschutzgebiet oder? Also hier ist natürlich schon mal eine Überflutung gewesen. Überflutung, ja. Genau. Bach in der Nähe? Auch in der Nähe, also hier ganz Neutsch ist ja davon betroffen, dieser Ort. Und ja, von daher, denke ich, haben die das schon damals vorausgedacht. Die Granitsteine. Ja. Im oberen Bereich haben wir Fachwerk, Altertum. Was für Alter ungefähr spricht man hier? Also wenn das jetzt noch das Original wäre, dann wäre das schon fast 200 Jahre alt. Wunderbar. Ja. Dürfte auch so sein. Ja. Farblich gestaltet, Putz. Der Putz muss wahrscheinlich runter. Oder wollen Sie einen neuen Putz oder alter Putz? Oder erzähl mal, was war denn mit dem, also das planungsmäßig? Vom Denkmal her wäre das gut, wenn das so bliebe. Und man muss jetzt halt von innen gucken, ob das so geht. Ja. Genau. Auch von der Oberfläche her, Farbgebung bleibt dann so, plus einfach streichen. Ich würde es drüber streichen, ein bisschen ausbessern. Korrekt, genau. Alles klar. Genau. Wunderbar. Ich sehe aber hier in der Frontstation einen groben Fehler. Ah! Und zwar, hier ist keine Dachrinne dran. Diese Dachrinne, die lässt jetzt die nächsten 1, 2, 3 Monate sehr viel Wasser. Und hier sehen wir es ja schon, auf dem unteren Bereich, auf dem Boden, sehen wir, was das Wasser schon angerichtet hat. Wasserschaden, noch und noch. Und wenn wir jetzt mal ein Stückchen weitergehen und jetzt sehen wir, wo kein Wasser ist, ist keine Begrünung. Ah ja. Also bitte, am Montag eine Dachrinne dran, Wasserablauf gewährleistet, sehr guter Wasserschutz. Gut. Kostenpunkt 15 Euro. Ja? Ja. Wunderbar. Machen wir. Gehen wir neu. Ja. Ich würde sagen, Biberschwänz, ja, doppelt gedeckt, genau. Sehr gut, die Halle ziemlich lang, gute Dichtigkeit fürs Wasser und hier wird die historische mit der Moderne kombiniert. Genau. Alte Bausubstanzen erhalten und dann neue Steine hochgemauert, sehr schön, sehr schön.